Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Northern Lights. Krankheit geheilt unter Kühlung. Ah, okay, also es bringt was, hier am Feuer zu stehen. Das haben wir schon mal. Fieber und Lebensmittelvergiftung und Infektionsgefahr, das ist alles nicht so gut. Und schlafen sollten wir theoretisch auch. Kann ich hier vielleicht Stockbett Crafting? Ja, bringt mir nicht viel. Ich habe kein Seil. Irgendwas zum Schlafen hier? Stock. Ach, Stockbett. Ah, Stöcke. Nicht hoch. Na, okay. Stockbett. Was haben wir hier? Unterstand, kleine Unterkunft, Seil, Planke. Ja, wir könnten eventuell mit Stöcken irgendwas basteln. Felslager. Fallen, kleines Feuer. Seil fehlt uns für Beil. Wassereimer brauchen auch Seile. Fieber, reduzierte Auswirkungen. Bekannte Behandlungen. Fieber wird im Laufe der Zeit auf natürliche Weise vom Körper abgewehrt. Schlafen beschleunigt den Heilungsprozess. Der Verzehr eines Krauts mit fiebersenkender Komponente beschleunigt den Heilungsprozess. Aufenthalt über 0 Grad, Verzehr von warmen Speisen. Bekannte Behandlungen für Verbrennungen. Bogenschießen, Metzgerei. Unbekannter Pilz, unbekannte Pflanze. Antivirale Eigenschaften. Tannenzapfen. Unbekannt. Okay, was haben wir hier noch? Verbrennungen. Sonst haben wir hier nichts. Wir müssen schlafen. Und wir werden gleich wahrscheinlich einschlafen, schätze ich mal. Aber ich muss trotzdem diese Taste finden. Springen, interagieren, angreifen, schießen. Betrachten, Fernglas, Kompass. Tagebuch J. J ist das Tagebuch. V ist das Fernglas. C ist der Kompass. T ist die Uhr. Ah, mit der Maustaste. Okay, Temperatur 40,9 Grad. Ach, hier im Moment. Okay, am Feuer. Wind auch 40,9. Hunger geht. Durst. Temperatur ist okay. Hunger haben wir ein bisschen. So, und das Feuer wird auch demnächst ausgehen, ne? Schmeiße ich die hier mal rein. Tannenzapfen vielleicht nochmal. Bringt nichts. Kann man das reinwerfen und ist es dann weg? Nö. Okay, also ich bräuchte tatsächlich Holz. Jetzt bin ich hier irgendwo. Ganz woanders. Wie kann ich denn schlafen? Hinknien, verbrennen, Lebensmittelvergiftung, Fieber, Verbrennungen, Infektionsgefahr. Kann ich nicht da vielleicht irgendwas? Unbekannte Pflanze. Verbrauchen, zerstören, unbekannter Pilz. Thank you.
unbekannter Pilz, Verfall in 16 Stunden. Ei, 10 Hunger. Und da kriegen wir wieder eine Vergiftung bestimmt. Ich wüsste ja echt ganz gern, unbekannter Pilz. Ja, das sind alles unbekannte Sachen. Keine Ahnung. Schlechtes Wetter. Minus 3 Vernunft. Alles unbekannte Sachen. Ich habe keine Ahnung, ob wir die überhaupt einfach so... War da nicht gerade Seil? Habe ich nicht gerade Seil irgendwo gesehen? Angelzubehör. Verband. Handbohrer. Notizen. Fähigkeiten. Fieber, Unterkühlung, Tannenzapfen, unbekannter Pilz. Kommen wir von der Insel. Was ist denn die Insel? Du bist ohnmächtig geworden. Oh, das war... Das war's schon. Kurz ohnmächtig geworden. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen... Fieber ist immer noch. Was ist die Uhrzeit? 23 Uhr. Kann ich nochmal ohnmächtig werden vielleicht? Entkomme von der Insel. Wie soll ich denn hier runter entkommen? Ich weiß noch nicht mal, wie ich da rüber komme. So, lass mal überlegen. Norden. Also hier irgendwo ist Norden. Nein, das Rote ist Norden. Also wenn ich hoch will, dann müsste ich tatsächlich Richtung Norden laufen. Oh, Feuer ist aus. Holzkohle. Gut, jetzt wird's kalt. Dann sollte ich wieder Stöcke sammeln und Richtung Norden gehen. Wo ist Norden da? Könnte sein. Ich laufe einfach mal. Ich hoffe mal, das ist richtig. Hier sind irgendwelche Pflanzen. Was wir haben, das haben wir. Stöcke brauchen wir auch. Was ist das hier? Das ist doch eine Straße oder so. Das ist tatsächlich eine Straße. Ich folge der Straße. Eine Straße führt irgendwo hin. Das ist schon mal eins, was sicher ist. Okay, die Straße führt mich irgendwo hin. Das ist mir jetzt gerade zweitrangig. Mir ist kalt und mir geht es nicht gut. Stöcke für ein kleines Feuer, ganz wichtig. Und irgendwelche Pflanzen. Meine Gesundheit sinkt drastisch. Ach, was soll's, wir sind eh schon halb tot. Getrocknet. Verbrauchen.
Krankheit eingefangen. Egal, unbekannter Pilz verbrauchen. Zwei Hunger. Okay, also der Pilz ist gut. Krankheit geheilt, Fieber. Lebensmittelvergiftung, Verbrennungen, Infektionsgefahr. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Also diese Pilze können wir essen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, die finde ich jetzt bei Nacht nicht mehr, welche das jetzt waren. Brauche auf jeden Fall noch mehr Stöcke. Da ist eine Straße. Also eine Straße führt irgendwo hin. Wieder so ein Reh. Kann ich noch mal Pilze essen? Wo sind die denn hier? Unbekannter Pilz. Der könnte halt schon giftig sein. Ja, jetzt geht's nicht gut. Lebensmittelvergiftung hört bald auf. Verbrennungen. Infektionsgefahr ist heftig. Erkundung. Es gibt einen Ort in der Nähe. Orte findest du am besten, indem du mit einem Fernglas deine Umgebung erkundest. Wenn du auf deinem, was? Wenn du deinen Standort erkundest, erscheinen dessen Name und Symbol auf deiner Karte. Um das Fernglas zu verwenden, drücke V. Sobald ein Ort in deinem Blickfeld ist, wird deine Sicht darauf fixiert und er wird automatisch auf deiner Karte angezeigt. Ein Ort. Da ist ein Ort. Neuer Karteneintrag. Ja, gerne doch. Tatsächlich, die Straße hat irgendwo hingeführt. Okay. Irgendwas wird hier gebaut. Erstmal hier rein. So, wie kann ich mich heilen? Mir geht's offensichtlich nicht so gut. Infektionsgefahr. Altmetall. Gewehrkugel. Auch Seil. Möbel. Was? Bergen. Oh, das gibt Holz. Oh, sehr gut. Das kann ich als Lager benutzen. Wo ist es denn? Das Lager. So. Stapel 1 von 5. Nein, so schmeiße ich das Zeug einfach nur raus. Okay. Reis. Eine Kippe. Möbel, Beil erforderlich. Ich bräuchte Seil. Oh, wir haben keinen Platz mehr für so viele Planken. Gibt es hier irgendwo ein Seil? Stapel 0 von 5. Schokoladenriegel. Wow. Okay, uns geht's echt scheiße. Wir gehen an Infektionsgefahr oder so drauf. Jetzt muss ich mal schauen. Gibt's hier irgendwas zu Infektionen? Verbrennungen, Unterkühlung, Fieber? Nee.
Acea-Artikel ist eine entzündungshemmende Komponente, Infusion mit Kräuter, ja genau. Möbelbeil erforderlich, Gewehrkugel, Altmetall, ein Bett. Schlafen. Schlafen ist der beste Weg, um deine Energie wiederherzustellen und der einzigste Weg, das Spiel zu speichern. Während du schläfst, wird der Rest deiner Werte mit der Zeit abnehmen. Achte darauf, wie viel du schläfst und stelle sicher, dass du die nötigen Ressourcen dafür hast. Ach du Scheiße. Das heißt, ich werde gleich sterben. Du bist gestorben. Spiel laden. Vorherigen Spielstand laden. Oh, verlassen. Schön. Ja. Interessant. Wir hatten keinen Spielstand. Wir haben ja noch nicht gespeichert. Alter Schwede, gleich am ersten Tag gestorben. Nicht schlecht. Na, eigentlich war es der zweite Tag, oder? Lädt immer relativ lang. Neues Spiel. Na gut. Einfallsreich. Start. So, weh, wir kommen jetzt woanders raus. Kann ich eigentlich in einem Haus ein Feuer machen? Zum Kochen und so? Oder sind die Häuser nur Lagerstätte? Für Zeug. Das könnte natürlich auch sein. Also ich sollte mal nichts essen. Erstmal, dass ich mir keine Vergiftungen und sowas zuziehe. Und ich sollte erstmal dieses Haus finden, vielleicht. Musik wäre nicht schlecht. Also, 13. September, Nordsibirien. Ich wache auf. Wache ich an der gleichen Stelle auf? Nein, ich glaube, ich wache woanders auf, oder? Map? Hab. Inventar. Ah, okay. Jetzt kriege ich erstmal wieder Pflanzen. Erstmal wieder die Tipps. Ja, ich nehme noch ein paar Steine mit. Karte habe ich immer noch keine. War das denn? Habe ich ein Inventar? Habe ich auch noch nicht. Aber die Stöcke nehme ich gleich mal mit. Kompass. Karte und Kompass. Da ist jetzt Berg. Ich glaube, ich bin jetzt ganz woanders. Unbekannte Pflanze. Immer her damit. So, ein Stückchen für Feuer oder Betten. Und dann sollte ich schnell diese Straße wiederfinden. Die Frage ist nur, wo bin ich? So, das mit den Stöcken lasse ich jetzt mal gut sein. Und schaue jetzt erstmal, dass ich die Straße wiederfinde.
unbekannte Pilze. Steine. Ja, zu viele von den Pilzen nehme ich auch mal nicht mit. Tannenzapfen. Wichtig zum Feuer machen. Toter Vogel. Messer oder Beil erforderlich? Moment, habe ich? Nein, ich habe noch kein Inventar. Fernglas. Will das vielleicht mein Blick irgendwo hin? Nein. Da ist Norden. Da ist die Straße. Ah, jetzt sieht die Straße auch anders aus. Man sieht, hier sind Reifenspuren. Ich glaube, ich laufe in die Richtung. Oh, hier ist wohl schon lange keiner mehr durchgefahren. Der Pilz sieht nicht gut aus. Aber irgendwie müssen wir wieder zu dieser Siedlung kommen. Ich glaube, da oben läuft ein Bär. Bären sind nicht so toll. Läuft da auch ein Bär? Nee, das ist ein Wildschwein. Wieso kann ich jetzt die Karte nicht mehr aufrufen? C, T. Minus 12 Grad. Relativ kalt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mir das Wildschwein nichts macht. Nein, gut. Ist das... Unbekannte Bären. Ja, Bären sind nie verkehrt, oder? Ja, wobei, auch mit Bären kann man sich böse vergiften. Und das versuche ich jetzt mal zu vermeiden. Mich hier direkt zu vergiften. Nehmen Sie mal mit. Und Steine nehme ich auch mit. Das könnte natürlich sein, dass das jetzt ein Bug ist. Dass wir ins Inventar nicht reinkommen. Ich wüsste nicht warum. Ich drücke Tab, geht nicht. I, geht auch nicht. Körpertemperatur. Ah, vielleicht dauert das einfach eine Weile. Inventar ist voll. Gucken, ob ich hier irgendwo eine Ortschaft ausmachen kann. Aber sieht nicht so aus. Aber egal, ich laufe mal weiter. Irgendwo muss die Straße hinführen. Und wenn wir hier bleiben, verrecken wir wieder. Zum Glück lädt die Ausdauer sehr schnell wieder auf. Das ist sehr schön.
Und ich habe den Timer gar nicht gestartet. Achso, nein, der ist schon vorbei. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Northern Lights. Und dann mal sehen, ob ich dann länger als einen Tag durchhalte. Ja, bis dahin, macht's mir gut. Ciao.